Ihr holt euch die Orgonenergie runter, die dann dabei hilft, eure Themen aufzulösen in dieser Inkarnation. Was Orgonenergie, was Raumenergie, was freie Energie ist, werden wir jetzt auch mal anschneiden. Denn das ist ein ganz wichtiges Thema, was auch die Energieversorgung der Menschheit in der Zukunft natürlich stark beeinflussen wird. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur nächsten Sendung mit Mr. Raw und mit Ono. Schön, dass du da bist, Ono. Hallo, freut mich halt. Ono, du bist Spirit Trainer und du beschäftigst dich mit Orgoniten und hast tatsächlich eine spezielle Vorgehensweise, wie du Orgoniten persönlich auf individuelle Bedürfnisse anpassen kannst. Erzähl uns mal was dazu. Genau. Ich erstelle die Orgonite anhand des Geburtshoroskops und Human Design Chart. Da kann man ja bestimmte Potenziale sehen. Ich beschreibe es mal vielleicht um, dass es verständlich ist. Wir sind ja in dem Moment, wo wir geboren werden, sind wir so ein Stempelabdruck des Universums, haben ja bestimmte Potenziale, Attribute, das heißt die vier Elemente, Luft, Erde, Feuer, Äther, also fünf. Genau. Und daraus ergibt sich ja immer so ein Geburtshoroskop, das heißt, bin ich jetzt, es kann jetzt jemand ist eher luftgeprägt, dann hat er Stärken mit der Kommunikation, hat er vielleicht etwas Schwächen mit der Erdung, mit der Beharrlichkeit. Genau, und daraus, da ja jeder Element auch einen Bezug zu bestimmten Steinen hat, kann man dann sozusagen diesen Blaupause, was die Person dann in dem Moment mitbekommen hat, diese planetarische Blaupause hat ja natürlich seine Potenziale, seine Stärken, natürlich aber auch seine Schwächen, was er in dieser Inkarnation als, lernen muss. Lernthemen, das kann Lernthemen sein, was vielleicht Durchhaltevermögen angeht. Manche sind ja ziemlich bei manchen Sachen ziemlich schnell erfolgreich, haben aber weniger Durchhaltevermögen. Und es basiert ja alles auf Elementen. Und das kann man ja anhand des Horoskops an Aspekte sehen, an Saturn zum Beispiel, wo Saturn steht. Das sind eher so die Themen, was ein bisschen schwierig, weil Saturn ist ja der Planet, wo die Dinge in deren Sicht erschweren lässt. Aber man kann auch in dem Bereich dann irgendwie dann zur Meisterschaft auch gelangen, wo Saturn ist. Und genau, und da aus dem Horoskop wird es natürlich individualisiert. Und wie ich schon sagte, da ja jeder Stein Bezug auch zum bestimmten Chakra hat oder zum astrologischen Zeichen, kann man das Ganze nochmal ein bisschen natürlich individualisieren. Fantastisch. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, ihr holt euch die Orgonenergie runter, die dann dabei hilft, eure Themen aufzulösen in dieser Inkarnation. Was Orgonenergie, was Raumenergie, was freie Energie ist, werden wir jetzt auch mal anschneiden. Denn das ist ein ganz wichtiges Thema, was auch die Energieversorgung der Menschheit in der Zukunft natürlich stark beeinflussen wird. Ja, definitiv. Raumenergie, Orgonenergie oder du hast es auch den Äther genannt. Was hat das damit auf sich und was ist das für eine unsichtbare Energiequelle, die wir mit diesen Orgonakkumulatoren in kleiner Version anziehen oder besser gesagt akkumulieren können? Genau, da würde ich kurz ausholen. Also Wilhelm Reich war damals Schüler von Sigmund Freud und der hat irgendwann mal in seinen wissenschaftlichen Studien hat er mal irgendwo herausgefunden, dass halt jedes lebende und nicht lebende Materie ein Energiefeld um sich herum hat. Und dann hat er versucht, das, was wir die alten Weisheitslehren als Prana nennen oder die alten Germanen, also die Inder als Prana, die alten Germanen als Vril oder die in China als Qi, das allumfassende Energie. Wir haben ja die positive und negative Energieladungen. Und dann hat er weiterentwickelt, hatte so eine Orgonkabine, war das erste Gedanke. Orgonakkumulator, genau. Wo die Leute reingesetzt haben, ekstatische Erfahrungen haben, Trauma aufgelöst haben, genau. Ganz, ganz tief in ihre Themen reingehen konnten. Aber auch Krebs ist einfach vorbei. Ja, genau, richtig. Genau. Ja, wir dürfen natürlich keine Aussagen machen, aber ja, ihr müsst euch vorstellen, was die Raumenergie, die Lebensenergie, wenn man sie konzentriert und kanalisiert und dann noch in eure Themen reinlenkt, was das bewirken kann, ist ein ganz spannendes Thema, sage ich mal. Genau, definitiv. Genau, da hat er Orgonkabinen, da hat er also organisch-anorganische Materialien verschichtet. Und die diametral, auch die Steine diametral und ausgerichtet oder paramagnetische und diamagnetische Kräfte genutzt, um ja. Die Energie zu verstärken. Genau. Also der hat dann gerade bei den Orgonen, also die Orgonite sind dann die Weiterentwicklung von dem Ehepaar, Don Croft heißen die. Mhm. Und der Urheber des Orgonenergies an sich, wo das halt herausgefunden hat, war Wilhelm Reich. Und der hat die Orgonkabinen dann gebaut, um dann bestimmte Sachen zu heilen. Und ganz besonders auf die energetischen Störquellen genau. Einzuwirken. Genau. Das ist es ganz wichtig. Wir sind umgeben von disharmonischen Feldern, obwohl wir ein bioelektrisches Wesen sind, was eigentlich ein natürliches Feld, eine natürliche Information kriegen sollte, kriegen wir diese Frequenzen ab in unserem Umfeld. Das sind die allseits bekannten Sachen. Handy, aber auch andere Frequenzen aus der Umwelt, wie Strommasten oder auch
hier radioaktive Substanzen. Wir haben ganz viele unsichtbare Strahlungstypen, die uns beeinflussen und das eher 90% in eine negative Richtung, oder? Was passiert mit dem menschlichen Körper, mit unserer Lebensenergie, mit unserer Hormonenergie, wenn wir uns in solchen Feldern aufhalten, ohne einen speziellen Schutz dabei zu haben? Genau, das Energielevel sinkt natürlich ab. Und da alles seinen Ursprung im feinstofflichen Bereich, im energetischen Bereich hat, wenn schon im Körper halt energetische Disbalancen existieren, kann das natürlich dann später, gibt es halt eine Diagnose als eine grobstoffliche Krankheit, wird halt dann als eine Krankheit dann betitelt. Im Ursprung hat er immer alles mit Energiewert zu tun. Das heißt, auch wenn man die alten Weisheitslehren anschaut, das ist gerade im Yoga, Ayurveda, wie die Nervenbahn, die nennen das Sushumas, oder die Energieräder, Chakren. Und wenn die Chakren gut laufen und die Energiebahnen aktiv sind, dann funktionieren die Mitochondrien. Und das sagt uns auch die Biochemie, nämlich das ist der wissenschaftliche Aspekt, dass man heute begründen kann, wieso geht es um Energie. Die Mitochondrialmedizin hat bewiesen, dass nach Wasser die Energie in den Mitochondrien ganz, ganz wichtig ist für unsere Blaupause oder den Masterplan, den wir ja umsetzen wollen in unserem Leben. Ja, genau, richtig. Super. Wir haben also gemerkt, wir haben Störquellen im Umfeld. Darüber habe ich zig Sendungen gemacht. Wer darüber mehr wissen will, sollte sich mein Thema Elektrosmog, Handystrahlung und so rein lesen und damit beschäftigen in meinem Kanal oder in anderen Quellen. Findet ihr dazu viel? Viele von euch sind auf mich zugekommen und haben gesagt, David, was ist denn jetzt die Lösung? Du hast die Horus-Pyramide, du hast meine selbstgebaute Pyramide, du hast dies, du hast das. Und ich muss euch sagen, der Königsweg ist eine personifizierte Pyramide, die allein schon durch die geometrischen Formen wirkt. Das heißt, so ein Orgonit hat ganz viele verschiedene Eigenschaften und Wirkungsmechanismen, auf die wir ein bisschen eingehen wollen. Erzähl mal, was kann dieser Orgonit anhand von diesem Bild? Genau, das nennt man in der Wissenschaft, das ist halt auch Fakt, piezoelektrisches Effekt. Das haben damals zwei Brüder, französische, ich glaube, französische Brüder herausgefunden. Das ist jetzt mal ein Bergkristall im Querschnitt. Und das Bergkristall ist aufgebaut in Silizium und Sauerstoff. In gegengesetzte Richtungen. Und sobald ein Festkörper von außen einen mechanischen Druck bekommt, strahlt der elektromagnetisches Feld aus. Und das ist diese piezoelektrische Energie. Genau. Das ist tatsächlich auch beim Kauen so. Wenn ihr auf euren Zähnen rumkaut, entsteht piezoelektrische Energie, die Zähne regeneriert und an ihre Blaupause erinnert. Fantastisch. Genau. Und umso mehr das Druck natürlich ist, umso mehr Strahlung erzeugt es. Und da der Bergkristall als ein Katalysator schlechthin zählt. Ist er in allen Spitzen drin oder was? Das ist sozusagen der Bild, das ist ganz wichtig. In der Spitze muss immer ein Quarz kommen, immer ein Quarzkristall. Genau. Und ich benutze da immer ein Bergkristall, weil da die atomare Struktur des entspricht. Und in dem Moment sind ja auch die anderen Steine drin. Und da das Bergkristall, wie wir ja in der Steinheilkunde halt wissen, das verstärkt ja auch die Wirkung aller anderen Steine, also im Königsstein auch. Ja, stimmt. Und dadurch, durch diese Pressung nach außen, durch diesen Druck von außen, kann das Energie stärker in den Raum akkumuliert werden. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, genau wie beim Menschen hier ein Torusfeld entsteht hier aus der Spitze raus ein Torusfeld, was von unten wieder angesaugt wird. Ansaugen, hochpulsieren. Genau. Ja, und dadurch wird Orgonenergie in den Raum transportiert, die dann, sage ich mal, für ein neckentropisches Feld sorgt und gleichzeitig den Elektrosmog rausdrückt. Genau. Ja, richtig. Genau. Das Feld wird auch langsam aufgebaut. Deswegen, ich habe hier zu Beginn des Videos schon gesagt, im Vorgespräch, ohne ich komme in den Raum, auf einmal merke ich, wie der Raum mich anstrahlt durch die ganzen Orgoniten, die du dir mitgebracht hast, die ja jeder für sich eine ganz spezielle Wirkung hat, aber grundsätzlich alle Orgonenergie. Viele fragen mich auch, David, was kann ich kombinieren? Kann ich den Cosmic Tower dazu noch nehmen? Kann ich noch meine Horus-Pyramide nehmen? Kann ich noch Shungit nehmen? Ja, alles. Der hat auch Shungit hier verbaut. Leute, wir werden mit 5G bestrahlt. Wir kriegen von oben Chemtrails. Wir kriegen vergiftete Nahrung. Ihr müsst an allen Seiten arbeiten. Ich kombiniere alles mit allem und dann habe ich die Effekte, die mich schützen vor der ganzen Strahlung, die mich umgibt. Ja, richtig. Super. Thema Orgonenergie. Was macht dieser Orgonit, wenn ich ihn in meinen Raum platziere? Du hast damit sehr viel Erfahrung gesammelt, du hast auf das Human Design Chart angepasst. Was passiert? Nehmen wir jetzt mal meinen Orgonit, den hast du mir heute gebaut. Genau. Erzählen wir jetzt mal ein bisschen was und du erzählst mir bitte, was hat das mit diesem ominösen Orgoniten hier auf sich? Willst du von unten mal die Schichten durchgehen und auch was zum Aufbau erzählen von dem Orgonit? Genau. Also es ist halt immer sehr wichtig, dass 50% organisch und 50% anorganisches Material ist, also Steine, Epoxidharz und wichtig auch diese Edelsteine. Also man kann Kupfer nehmen, man kann Eisen nehmen, man kann Edelstein nehmen.
Und das sorgt halt, die Vermischung sorgt halt dafür, dass von unten das Energie, das heißt, dass nur das positive Energie durchkommt. Wir haben ja die Plus-Minus-Bereich, also die positive und die negative Energie, und es akkumuliert das Energie halt nach oben. Und die Edelsteine und sind ja nach dem Geburtshoroskop oder nach Human Design abgestimmt, und die haben ja auch ihre eigene Frequenz, genau, ihre eigene Schwingung mit sich. Und wenn es halt das optimal für die Person kombiniert ist, schwingt diese Schwingung nach oben, was deinem Horoskop komplementär entspricht. Warte, da muss ich unterbrechen. Wir müssen hier schon den ersten Cut machen, Leute. Ich hoffe, euch konnte diese erste Sendung schon dazu inspirieren, hier drunter mal zu schauen. Haben wir ihn verlinkt? Ihr könnt bei ihm eine Beratung buchen. Ihr könnt bei ihm einen Orgoniten für euch anfertigen lassen. Ihr könnt einen ganz normalen Orgonit hier drunter kaufen. Wenn ihr auch jetzt über Orgoniten nachdenkt, solltet ihr auch immer über Ono nachdenken. Und wenn ihr pyramidale Strukturen zum Schutz von Elektrosmog oder besser gesagt zur Harmonisierung von Elektrosmog nutzen wollt, sind die Orgoniten ein sehr gutes Mittel. Folgt uns in Teil 2 weiter, wo er jetzt ganz genau das Human Design Chart und die einzelnen Steine in Bezug auf mein Leben beschreiben wird, damit ihr seht, wie wissend er ist und was für eine wirklich magische Kraft es haben kann, wenn man mit diesem Human Design arbeitet. Ono, ich danke dir sehr für diesen Teil. Gerne. Hast du noch ein abschließendes Wort, um die Zuschauer in Teil 2 mitzunehmen? Ja, freut euch auf die nächsten Informationen. Ich freue mich auch drauf. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David.